Allah Ta'ala sagt im Koran: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Und erinnere sie an die besonderen Tage Allahs. Erinnere sie an die besonderen Tage Allahs. Darin sind Zeichen, Lektionen für diejenigen, die sehr geduldig sind und diejenigen, die sehr dankbar sind. Besondere Tage Allahs. Sa'd ibn Abi al-Waqqas, er sprach, dass die Prophetengefährten ihren Kindern diese ereignisreichen Tage so beizubringen pflegten, wie sie ihnen Koranverse beibrachten. Und wir wissen, wie der Koran gelehrt wurde, liebe Geschwister. Das heißt, die besonderen Ereignisse vom Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Herausforderungen, die er zu bewältigen hatte, die Schlachten, die er auch kämpfen musste, zur Verteidigung und Etablierung dieser Religion. All dies war im Leben der Prophetengefährten so Gegenstand, wie bei uns Suratun Nas, ja, und Al-Asr und gewöhnlich der Koran. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer mit diesen Ereignissen befassen. Und wir befinden uns nun in einer Zeit, in der wir zwei solcher Tage auch thematisieren können. Morgen ist ein besonderer Tag, der 10. vom Monat Muharram. Und nach diesem 10. ist er auch benannt, Ashura, vom arabischen Ashara, der Zahl 10. Das heißt, morgen ist der 10. Tag von diesem geehrten Monat. Und dieser Tag war zuvor ein Pflichtfastentag gewesen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor der Ramadan als Pflichtfasten auferlegt wurde und als Geschenk gegeben wurde, hatte man an diesem einen Tag zur Pflicht auch, als Pflicht auferlegt, gefastet. Was hat es mit diesem Tag auf sich, liebe Geschwister? Der Tag, über den Ibn Abbas sagte, dass es keinen Tag gab, den der Prophet auf den er mehr Wert legte, zu fasten, als diesen einen Tag, dem morgigen Tag Ashura, dem 10. des Monats Muharram. Und keinen Monat, ja, den der Prophet so betonte, was das Fasten anbelangte, wie natürlich der Pflichtfastenmonat Ramadan. Das heißt, so wie der Ramadan betont wurde als Monat, als Fastenmonat, so wurde auch dieser Tag als Fastentag betont nach Ibn Abbas radiallahu anhu, und auf alle weiteren Prophetengefährten sei Allahs Wohlgefallen. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass der Monat, an dem man am meisten zu fasten hat, nach dem Monat Ramadan, das heißt also, kein Monat muss vollständig gefastet werden, außer der des Ramadan, aber häufig gefastet werden sollte im Muharram. Und er sagte, denn in ihm befindet sich ein Tag, an dem Allah einem Volk vergeben hat und noch einem anderen Volk, das ist die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vergeben wird. Und der Prophet ehrte diesen Monat, indem er ihn als Monat Allahs bezeichnete. Ja, alle Monate gehören Allah, alle jegliche Schöpfung gehört Allah, aber wenn Allah Ta'ala es mit sich verbindet, wenn der Prophet dies mit Allah direkt verbindet, so wie auch die Kaaba das Haus Allahs ist, so ist dies besonders geehrt. Und der Monat Muharram ist einer dieser Monate, die einen besonderen Stellenwert bei Allah Ta'ala haben. So gehört es auch zur Sunna, dass wir so viel wie möglich fasten in diesem Monat und besonders der morgige Tag. Eine weitere Überlieferung, sie wird deutlicher. Welchem Volk wurde vergeben an diesem Tag? Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, dass dies der Tag ist, an dem das Volk Musas
vom Pharao befreit wurde. Das heißt, am morgigen Tag fand das Ereignis statt, dass Musa a.s. durch die Macht Allahs das Meer spaltete und dass jede Seite so hoch war wie ein Berg, wie Allah Ta'ala dies im Koran beschreibt. Und die Kinder Israels, das Volk Musas, wanderte durch diese beiden Bergmassen an Wasser zu ihrem sicheren Ziel. Und Pharao und seine Soldaten und seine Unterstützer, sie wurden ertränkt. Liebe Geschwister, wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben. Und uns fehlt es an Gottvertrauen. Wir sehen die Situation als riesengroß. Und wir sagen, oh Allah, ich habe ein Riesenproblem. Dabei sollten wir sagen, oh Problem, mein Gott ist groß. Allahu Akbar. Denn wenn Allah will, wenn Allahs Segen mit uns ist, liebe Geschwister, dann werden wir unsere Herausforderungen so bewältigen, wie Allah Ta'ala auch das Volk Musas befreit hat. Und daran sollen wir morgen denken. Und dass wir das auch nicht vergessen, dass dies nicht nur ein gewöhnlicher Tag wird, wo wir vielleicht ein, zwei Mal dran denken, ah, heute war ein besonderer Tag. Der Tag, ein besonderer Tag für unseren geliebten Propheten Musa, alayhi salam. Deswegen sollen wir fasten. Weil wir Menschen, wir lieben Essen und Trinken. Aber da, wo wir uns zurückhalten vom Essen und Trinken, da muss es einen guten Grund geben. Und dass wir an diesen guten Grund erinnert werden, hilft es uns, liebe Geschwister, morgen zu hungern, morgen zu fasten. Lass uns also den morgigen Tag fasten, im Gedenken an Musa a.s. und an die Befreiung, die er und sein Volk bekommen hat. Und auch an die frohe Botschaft, die der Prophet verkündete, sallallahu alaihi wasallam, dass es auch ein Tag sein wird, an dem die Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Vergebung bekommen wird. Als der Prophet erfahren hatte, dass die Juden in Medina diesen Tag besonders ehren und an ihm auch fasten, so gab er den Muslimen mit. Er sagte, Nahnu ahaqqu bi Musa. Wir haben ein größeres Anrecht auf Musa. Wir haben ein größeres Anrecht auf Musa. Das heißt, unser Gedenken an Musa soll stärker sein. Unsere Liebe zu ihm soll stärker sein. Und dies erinnerte mich an einen Hadith, der tatsächlich von der Mehrheit der Gelehrten als schwach eingestuft wird, als da'if eingestuft wird, aber der unabhängig davon eine Bedeutung trägt, die von der Gelehrsamkeit von unseren Gelehrten unterstützt wird. Ja, und ein Hadith, der auch nach Ibn al-Qayyim stark genug ist, dass man ihn auch als Hadith aufführt. Er sagte, Lahu Shawahid. Al-Kalimatu al-Hikmatu dalatul mu'min, fahaythu wajadaha fahuwa ahakku biha. Der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, gemäß dieser Auffassung, dass dies ein verwertbarer Hadith ist und zurückführbar auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das weise Wort das verlorene Gut des Muslims ist. Was passiert, wenn ihr etwas verliert? Ja, euer Portemonnaie, euer Handy, euren Laptop. Ihr sucht danach, stimmt's? Ihr meldet euch beim Fundbüro, ihr erstattet Anzeige. Wenn ihr es findet bei jemandem und er gibt es euch nicht, dann werdet ihr euer Recht einklagen, stimmt's? Warum? Weil es gehört euch. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass das weise Wort ist das verlorene Gut des Muslims. Das ist dein verlorenes Portemonnaie. Das ist dein Laptop. Ja? Dein Geld, deine Schlüssel, dein Besitz. Und wo immer du es auch finden magst, du hast am meisten Anrecht darauf. Es kann sein, jemand findet es und ja, das ist auch der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Wenn beispielsweise ein Schiff untergeht und
die Güter des Schiffes stranden an einer Insel und jemand hebt diese Güter auf. In dem Moment ist er im Besitz dieser Güter, aber es ist nicht sein Eigentum. Ja? Sondern die Eigentümer sind diejenigen, denen diese Waren gehört haben und immer noch gehören. Allerdings sind sie nicht mehr im Besitz. Aber sie haben ein größeres Anrecht darauf. Sie können dies einklagen. Und das weise Wort, die Weisheit ist das verlorene Gut des Muslims. Und was machen wir mit dem verlorenen Gut? Wir suchen danach. Wir suchen danach. Und wir haben ein größeres Anrecht darauf. Was ist damit gemeint? Ich empfinde diese Worte, ich habe keinen Scharh dazu lesen können in der Kürze der Vorbereitungszeit. Allah lässt seinen Gesandten Worte sprechen, die uns diese Konkurrenzsituation nahebringen. Ah, es gibt auch andere, die suchen nach Weisheit. Aber die gehört eigentlich mir. Ja? Dass wir verstehen, auch andere bemühen sich um Weisheit. Aber wir haben eine besondere Aufgabe von Allah Ta'ala bekommen. Auferlegt bekommen und als Geschenk auch. Ja? Als genüssliche Pflicht, dass wir nach Weisheit streben. Ibn al-Qayyim, der wie gesagt diesen Hadith verteidigt und unabhängig davon unsere Gelehrten unterstützen die Bedeutung dieses Hadithes, ja, nämlich strebt nach Wissen und strebt nach Weisheit. Kein Gelehrter wird gegen diese Grundaussagen vorgehen. Ja. Ibn al-Qayyim sagt dazu, dies ist eines der besten Gleichnisse. Die Weisheit ist ein Teil des Wissens und wenn einem Mu'min Weisheit fehlt, gleicht er jemandem, der ein geschätztes Juwel verloren hat, ja, liebe Schwestern, die einen Ring mal suchen mussten, eine Kette, einen Ohrring etc., ja. Erst wenn er dieses Juwel findet, wird sein Herz zufrieden und glücklich werden. Der Mu'min fühlt sich ständig auf der Suche nach dem, was seinem Herz und seiner Spiritualität Nahrung gibt. Das Herz eines Mu'min sollte sich ständig Wissen aneignen, wo auch immer er sich dieses aneignen kann. Dies ist eine bedeutendere Suche, eine bedeutsamere Suche, als nach einem verlorenen Gegenstand zu suchen. So mögen wir uns fühlen. Nahnu ahaq, wir haben ein größeres Anrecht, liebe Geschwister. Und deswegen sollen wir auch jede Möglichkeit nutzen, nach dem Wissen zu streben, nach der Weisheit zu streben. Und übertragen auf alles Gute, sollen wir jede Möglichkeit nutzen, Gutes zu tun. Und der Scheitan will uns davon natürlich wegbringen. Ja? Jeder von uns war vielleicht gerne mal ein bisschen cool in der Schule und sagt, ah, ich mache die Hausaufgaben nicht, ach, ich brauche das nicht, ach, ich gebe der Lehrerin Widerworte, ach, ich komme zu spät, ach, ich komme gar nicht. Ja? Aber subhanallah, wir haben ein größeres Anrecht auf dieses Wissen. Wir haben ein größeres Anrecht auf die Weisheit. Wir haben ein größeres Anrecht, Gutes zu tun. Im Sinne von, ja, wir sind die Umma, liebe Geschwister. Die letzte Umma, danach wird es keine Umma mehr geben. Und wir befinden uns in einer Konkurrenzsituation. Wisst ihr, was mich ärgert? Was mich anspornt? Wikipedia. Wer hat Wikipedia ins Leben gerufen? Ja, und wer kommt ohne Wikipedia heutzutage aus? Ja? Wer kommt ohne Wikipedia heutzutage aus? Jeder benutzt Wikipedia. Warum haben wir das nicht gegründet? Warum haben wir das nicht ins Leben gerufen? Und wir hätten Wikipedia hätte jetzt einen islamischen Namen haben können. Ja? Al-Ilm al-Maftuh oder ja? Irgendwas Interessantes. Dann, und Wikipedia, ja, das wurde gegründet von den Muslimen. Ja, ach, warum? Ah, weil das sind diejenigen, die sagen, Wissen muss allen Menschen frei zur Verfügung stehen. Und es war damals schon bei denen so gewesen, ja? Das heißt, der Koran wurde verkündet und man hat den Leuten Lesen und Schreiben beigebracht und Schulen wurden errichtet, ja, etc. Das ist so aus deren Kultur entsprungen. Stellt euch mal vor, in wie vielen Sprachen gibt es Wikipedia? Ja? Schlagt es mal nach. Wir haben eigentlich ein größeres Anrecht auf die Idee des frei verfügbaren Wissens. Aber wir haben geschlafen. Wir haben geschlafen. Unser fairer Handel im Infoladen, ja, wo ihr Kaffee und Tee und Schokolade, Dekoration, Schmuck etc. kaufen könnt
Und ihr wisst, dass jeder in der Produktionskette einen fairen, gerechten Lohn bekommen hat. Der ermöglicht ja, den Kindern zur Schule zu gehen und dass man die Arztrechnung bezahlen kann und die Miete bezahlen kann und die Alltäglichkeiten. Ja. Und da gibt es ein gewisses Siegel, da gibt es Kontrollen. Ja. Und Allah Ta'ala ist es, der im Koran davon spricht, von einer Tijara, von einem Handel, an taradin minkum, aufgrund von einem gegenseitigen Zufriedenstellen. Ja, at-tarad, dass sich beide Parteien jeweils zufriedenstellen. Der Käufer und der Verkäufer, beide sind zufrieden. Nicht, dass der eine genötigt ist, gezwungen ist, ja, weil er unter sklavenähnlichen Umständen arbeiten muss, weil er anders nicht überleben kann, akzeptiert er jeden Preis. Nein, Würde, das ist das, was du dir verdienst. Warum? Du brauchst das. Ein voller Arbeitsmonat sollte dir auch ermöglichen, dass du ja, lebst mit dem, was man braucht. Und wisst ihr, wie dieser faire Handel reinkam in unsere Moschee? Eine katholische Jugendgruppe. Ja? Ich glaube 2008 oder 2009 hat uns darauf aufmerksam gemacht, auf den fairen Handel und gefragt, ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus im Islam? Ja? Kennt ihr sowas wie den fairen Handel? Unterstützt ihr so etwas wie den fairen Handel? Und dann müssen wir mal schauen, müssen wir uns mal reinlesen, müssen wir uns damit beschäftigen. Und subhanallah, dann haben wir gemerkt, ja, nahnu ahaq bihada. Das ist eigentlich gehört das uns. Eigentlich hätten wir sein müssen, die diese Idee des fairen Handels in die Welt tragen und die Produkte ja, unter diesen Bedingungen herstellen lässt und Dienstleistungen etc. Ja, und die dem ein Siegel geben. Aber alhamdulillah, wir durften ja, von anderen lernen, die uns begleitet haben und die uns dabei geholfen haben, ja, der Weltladen in Frankfurt-Bornheim im Speziellen, ja, dass wir diese Werte in die Gesellschaft tragen können, ja, auch unter uns tragen können. Denn wir müssen wissen, überall dort, wo wir nicht diesen Preis zahlen für Tee und für Kaffee und Schokolade, das, was wir sparen, ist das, was den anderen Leuten weggenommen wurde. Ja? Ist das, was den anderen Leuten weggenommen wurde. Weil sie arbeiten genauso hart wie wir auch. Und sie wollen auch nur das, was wir auch wollen. Ja, Schulbildung für unsere Kinder, dass wir die Arztrechnungen bezahlen können, dass wir die Miete bezahlen können, dass niemand genötigt ist oder dass niemand eine Ausrede haben kann, kriminell zu werden, etc. Ja, das, was alle Menschen wollen. Wir brauchen dieses Gespür, etwas verloren zu haben, und dann denken wir die ganze Zeit daran. Und hungrig sein, gierig danach sein, es wiederzubekommen. Und das ist im Speziellen auf das Wissen und die Weisheit hier in diesem Hadith erwähnt worden, aber im Allgemeinen. Allah Ta'ala, immer wenn es um gute Taten geht, im Koran, verwendet er Begriffe, die wir aus der Wirtschaft kennen. Wasabiqu, ja, wetteifert, habt Konkurrenz, ja, wenn er auffordert, dass wir Gutes tun. Wasari'u, beeilt euch, die Konkurrenz schläft nicht, ja, habt einen Wettbewerb, beeilt euch. Ja, ana awalu al-Muslimin, wie es im Koran auch heißt. Ich bin der Erste, der Mu'minin kommt im Koran vor, der Muslimin kommt im Koran vor. Aber in Dunya-Sachen, famshu fi manakibiha, ja, wa kulu mir rizqi. Wenn es darum geht, dass wir unseren Lebensunterhalt erwerben sollen, ja, lauft, famshu, aber nicht beeilt euch. Lauft, bewegt euch, aber keine Übereilung, kein Verrücktwerden. Ja? Aber die Khairat, ja, da gibt es Munafasa. Wa fi dhalika, ja, und ihr kennt den Ende von der Aya. Al-Mutanafisun, diejenigen, die in einem Wettbewerb stehen. Ich habe einen wundervollen Film teilweise gesehen, ich habe ihn nicht ganz gesehen, meine Kinder haben ihn ganz gesehen. Er nennt sich Auf dem Weg zur Schule. Ja, kauft euch diese DVD. Auf dem Weg zur Schule.
Und subhanallah, meine Kinder, sie haben diesen Film so angeguckt. Was? Die laufen mehrere Stunden zur Schule hin und mehrere Stunden zurück. Und ja, den Berg runter, den Berg hoch und Flussüberquerung und ja. Und die nehmen sich Proviant mit, wie bei einem Abenteuer. Ja, subhanallah, die haben noch Hunger. Die haben Durst in Bezug auf Wissen, in Bezug auf lebensweite Entwicklung. Und subhanallah, wir leben in einem Land, subhanallah. Es ist bei einigen so krank geworden, dass sie die Bildung nicht zu schätzen wissen, weil sie kostenlos ist. Manchmal überlege ich, ja, besser wäre es, wenn wir hier teure Studiengebühren hätten. Weil dann würden die Leute wieder sehen, ah, dass Bildung einen Wert hat. Zumindest einen Preis. Ja? Die Geschwister in England und in den USA, die sind viel weiter, was die islamische Arbeit anbelangt. Und ich sage euch, warum. Weil diese dort in Ländern aufwachsen, wo bereits die Schule Geld kostet. Und das Studium dann mehrere Tausend, 10.000, 100.000 und so weiter. Ja? Und das führt bei einigen Familien dazu zu sagen, oh, das ist ja etwas Wertvolles. Wir streben danach. Aber wir haben ja alles kostenlos, subhanallah. Wir haben Bibliotheken kostenlos, die Schulzeit ist kostenlos, die Studiengebühren sind ja, ein Klacks und ein Gewinn, weil man dann ja, relativ günstig mit dem RMV unterwegs sein kann. Ja? Wir brauchen diesen Durst. Das ist alles schön und gut. Alhamdulillah. Aber wir können noch durstiger sein. Und wir müssen durstiger sein. Weil auch die Herausforderungen, liebe Geschwister, sind auch gewachsen. Die Herausforderungen sind auch gewachsen. Und die Umma muss nachkommen. Die Umma darf nachkommen. Übrigens, Alhamdulillah, ist auch eine sehr gute Nachricht. Es gibt einen Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels. Und 2015 hatte sich auch Frankfurt beworben. Ja? Und unter anderem wurde in die Bewerbung mit eingefügt, dass der Weltladen mit unserer Moschee zusammen den fairen Handel in andere Kreise getragen hat. Ja, wir haben auch eine Broschüre ja zusammen rausgegeben über Fair Trade im Islam und mit allgemeinen Informationen. Und bei diesem Wettbewerb, Frankfurt konnte nicht gewinnen, Saarbrücken hat gewonnen 2015. Aber die Jury, die hat sich von allen Städten mit den Gründen der Bewerbung, ja, Frankfurt ausgesucht, im Speziellen die Zusammenarbeit mit dem Weltladen ausgesucht und hat gesagt, auch wenn wir Frankfurt nicht als Hauptstadt des fairen Handels 2015 küren können, aber diese Zusammenarbeit zwischen dem Weltladen und der Moschee, die ist uns einen Sonderpreis wert. Das heißt, den gab es da gar nicht, der war gar nicht vorgesehen. Aber die haben gesagt, irgendwie müssen wir das auszeichnen. Und dafür hat dann die Stadt Frankfurt 1.000 Euro bekommen. Ja, und dann wurde diese Broschüre neu aufgelegt und sie wird eingeleitet auch vom Frankfurter Bürgermeister. Und mit Grußworte gesprochen haben auch Navid Kermani, der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels ist, und noch andere Grußworte wurden gesprochen. Und Alhamdulillah ist der Islam dann auch und die Muslime und ihr Wirken in einem positiven Rahmen mal thematisiert. Ja? Broschüre, die ist übrigens auch auf unserer Homepage, könnt ihr als PDF umweltschonend auch weiterleiten und copy-pasten für eure Hausarbeiten in der Schule oder eure Studienarbeiten für die Universität etc. Ja? Und wie gesagt, vor allem auch weitertragen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, Omar, Allah möge mit ihm zufrieden sein, hatte im vierten Jahr seiner Regierungszeit, das heißt sechs Jahre nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Allah Ta'ala zurückgekehrt ist, einen praktischen Missstand zu beheben, nämlich das Durcheinander der verwendeten Kalender. Das Durcheinander der verwendeten Kalender. Und so wollte er einen einheitlichen Kalender einführen.
der bei Null anfangen sollte. Und er beriet sich mit den Prophetengefährten, wann sollte diese Null anfangen? Wann sollte diese Null anfangen? Wo sollte man den islamischen Kalender beginnen lassen? Und es wurden verschiedene Vorschläge geäußert und es gab auch gute Gründe für die einzelnen Vorschläge. Die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Ableben, ja, sein Tod in dem Sinne, wäre auch ein gewichtiger Zeitraum gewesen, den man festsetzen konnte, den man hätte festsetzen können als Beginn des islamischen Kalenders. Die erste Offenbarung, Iqra, ja, die erste Offenbarung des Korans, ja. Und es gab auch noch andere Ansichten, die Befreiung Mekkas, ja, vollendete ja auch einen wichtigen Abschnitt und leitete einen neuen Abschnitt ein. Aber sie legten fest, dass es die Auswanderung des Propheten Muhammad von Mekka nach Medina sein sollte. Sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen schreiben wir seit wenigen Tagen, seit 9 Tagen nun, 1439. 1439. Weil unsere Zivilisation kennt kein Mittelalter. Ja? Wir haben nicht diese dunkle Zeit des Mittelalters durchgemacht. Ja, deswegen haben wir 1439. Und die Hijra, liebe Geschwister, ist ein besonderes Ereignis, was teilweise durch unsere Kindheit und durch den Film Risala etwas romantisiert in unserer Erinnerung verblieben ist. Ja, wir denken an das Spinnennetz vor der Höhle und das Taubennest, was dann die Verfolger gesehen haben und gesagt haben, hier kann der Prophet sich nicht aufhalten, weil hier ist ja ein Spinnennetz und ein Taubennest und das ein Wunder wirkte und so der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr nicht entdeckt wurden, radiallahu anhu. Ja. Aber wer die Hijra studiert, der wird feststellen, das war geplant. Und das brauchen wir, liebe Geschwister, und das ist Teil unseres Erbes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Zeitpunkt von Jibril mitgeteilt bekommen. Ja? Wir sind jetzt im Projektmanagement. Im Management. Den Zeitpunkt hat er mitgeteilt bekommen. Und der Prophet ließ Ali in seinem Bett an seiner Stadt schlafen, damit sein Verschwinden nicht bemerkt wird von den Verfolgern, die einen Mordkomplott geplant hatten. Ich glaube, aus Erinnerung gesprochen, glaube ich, waren 11 oder 13 Leute, die zusammengekommen sind, um den Propheten in dieser besagten Stunde zu töten. Ja? Aber Ali, er legte sich ins Bett und der Prophet versicherte ihm, und das ist eine Prophezeiung, die natürlich wahr wurde, ja, dass Allah Ta'ala ihn beschützen wird. Damit sein Verschwinden, sein Auswandern nicht bemerkt wird. Und dann anstatt in den Norden direkt auf dem Weg sich nach Medina zu machen, sind sie in den Süden gegangen, weil sie damit gerechnet haben, verfolgt zu werden. Ja? Und so haben sie die Verfolger abgelenkt und auch reingelegt, weil sie selber in den Süden erstmal gegangen sind. Ja? Das heißt, sie haben die Schritte der Gegner mit einbezogen. Und Abu Bakr, als sie die Höhle gesehen haben, sind die nicht einfach da reinspaziert, sondern Abu Bakr hat erstmal die Höhle auf gefährliche Tiere hin untersucht. Und die Felsspalten, aus denen hätte gefährliche Insekten, Skorpione, Spinnen etc., aber auch Schlangen herauskommen können, die hat Abu Bakr mit Stoff gestopft, dass man nicht überrascht werden konnte von einem Tier wie ein Skorpion oder von einer Schlange etc. Ja, oder von einer größeren Spinne etc. Ich weiß nicht, was es für gefährliche Tiere dort alles gibt, in der Flora und Fauna dort, aber er hat alles sicher gemacht und geguckt, dass ja, nichts passieren kann. Und der Sohn von Abu Bakr, Abdullah, er mischte sich in die Versammlungen der Quraysh, um von ihren Plänen und von ihren Vorhaben herauszubekommen und teilte dies auch dann den Propheten mit, sallallahu alaihi wasallam. Ja, man überließ die Feinde
nicht sich selbst, sondern man kümmerte sich darum, was haben sie vor. Ja, und seine Schwester, die Tochter Abu Bakrs, Asma, bekannterweise, Allah Ta'ala will mit allen Prophetengefährten zufrieden sein, sie versorgte die beiden, Muhammad s.a.w. und Abu Bakr, mit Nahrung in der Zeit. Ja, und das war alles, und sie, weil sie nicht auffällt, als junges Mädchen, ja, keiner hat ihr Beachtung geschenkt und niemand hatte sie verdächtigt, dieses Vorhaben in irgendeiner Weise zu unterstützen. Deswegen war sie dafür geeignet, die Auswanderung zu unterstützen durch Proviantübergabe. Ja? Und sie haben auch einen Schäfer angeheuert, die Spuren mit seiner Schafsherde zu verwischen. Das heißt, die Spuren von den Kamelen der Ausgewanderten, sie wurden mit einer Schafsherde verwischt, sodass das nicht aufgeflogen ist, dass sie zuerst in den Süden ausgewandert sind. Und der Prophet hat, sallallahu alaihi wasallam, von der Höhle nach Medina einen auch damals polytheistischen Wegführer angeheuert, der vertrauenswürdig gewesen ist, ja? Aber wie gesagt, noch an viele, viele, viele Götter glaubte, ja? Aber der vertrauenswürdig war. Damit der Weg ihnen, damit sie von einem besten Wegführer geführt werden, abseits von möglichen, von der Möglichkeit, irgendwie entdeckt zu werden von den Verfolgern. Liebe Geschwister, wir müssen unser Leben auch planen. Wir sollten uns auch hinsetzen, Stift, Papier und unseren Lebensweg, unsere Karriere planen. Wir sollten sagen, diese Möglichkeiten, die gehören alle mir. Ja? Die gehören alle mir und wir nehmen sie auch niemandem weg. Wir sollten hungrig sein, uns weiterzubilden, uns fortzubilden, Praktika abzuleisten, beruflich aktiv zu sein, Arabisch zu lernen, Koran auswendig zu lernen, die Religion zu lernen, allgemein Gutes zu tun. Ja? So viele Ideen, die in der nächsten Zeit in die Welt getragen werden und die Welt verbessern werden. Werden diese Ideen dann Wikipedia heißen oder Fairtrade heißen? Ja? Oder wären sie vielleicht mit anderen Namen, mit arabischen Namen, mit islamischen Namen in die Welt getragen? Ja? Management-Systeme, ja? Kaizen und TQM und ja, was es nicht alles gibt. Oder wären wir vielleicht ja, Nasiha, ja? Shura etc. in die Welt tragen als Idee, was das zwischenmenschliche Zusammenleben verbessert und die Menschheit nach vorne bringt. Und inshallah gibt es einige Ideen, die hier in diesem Raum und in den anderen gesegneten Räumen der anderen Moscheegemeinden hier in Deutschland und weltweit, ja, hier werden diese Ideen inshallah geboren. Denn hierhin kommen die Engel, ja, und inspirieren auf Allahs Geheiß. Und vor allem, liebe Geschwister, egal wie ausweglos die Situation erscheinen mag, wir müssen auf Allah Ta'ala vertrauen. Und das tat Musa, alayhi salam, kalla inna rabbi ma'i. Aber nein, mein Herr ist mit mir. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran ist festgehalten, idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Als sie beide in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Das ist der besondere Unterschied. Diese Umma bekommt ihren Segen durch die Gemeinde. Musa a.s. sagte, mein Herr ist mit mir. Aber der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ma'ana. Wahrlich, Allah ist mit uns. Begebt euch in die Gemeinde und dort ist der Segen. Da sandte Allah seine innere Ruhe herab. In dem Moment, wo wir uns auf Allah Ta'ala verlassen, nachdem wir unsere Aufgaben erledigt haben, nach der ganzen Planung, ja, und während der ganzen Planung, sollen wir auf Allah Ta'ala vertrauen. Und dann kommt auch Seelenruhe auf uns herab. Aber wie können wir Seelenruhe haben, wenn wir nichts tun, liebe Geschwister? Dann verdienen wir auch keine Seelenruhe. Dann ist es eine Gnade, dass wir uns unruhig fühlen. Weil wenn wir uns ruhig fühlen würden, würden wir uns nur selbst schaden. Das heißt, wir danken Allah Ta'ala auch für die innere Unruhe, die wir haben, wenn sie damit zusammenhängt, dass wir faulenzen, dass wir schlafen, dass wir unsere eigene Zukunft nicht in die Hand nehmen.
Merkt euch, Ziele müssen immer smart sein. Spezifisch, also genau. Was genau ist dein Ziel? Messbar. Ja, solltet ihr euch alle paar Wochen überprüfen auch, wie weit seid ihr dem Ziel näher gekommen. Attraktiv, wir sagen aber, die Absicht muss stimmen. Ja, wir ändern das ein bisschen, sagen, die Absicht muss auch immer stimmen. Das R steht für realistisch und T für terminiert. Dass ihr einen festen Termin auch, einen festen Zeitplan habt. Ja? Und ihr müsst auch selbst in euch investieren und in eure Ziele. Der Prophet bestand darauf, das Kamel nicht von Abu Bakr geschenkt zu bekommen, sondern er bestand darauf, ich werde dir das Kamel abkaufen. Weil Geld bindet auch, liebe Geschwister. Ich habe damals, 2009, habe ich dieses Studium angefangen, Management von Gesundheits- und Sozialinstitutionen. Das ist ein Fernstudium gewesen, da hat mich das Semester, ich glaube, 990 Euro gekostet. Ja? Das erste Semester war dann bezahlt, 1000 Euro weg. Und dieses Studium hat mich sehr lang Zeit gekostet. Viele Urlaubssemester und Krankheitssemester. Ich war auch zwischendurch auch in Ägypten längere Zeit und immer wieder musste ich Urlaubssemester einlegen. Aber wisst ihr, was mich gebunden hat, dieses Studium zu Ende zu bringen? Ich habe gesagt, ich habe schon 1000 Euro bezahlt. Ja? Ich habe schon 1000 Euro bezahlt. Das muss jetzt ein Erfolg werden. Sonst wird mir das mein Leben lang negativ in Erinnerung bleiben. Investiert in eure Ziele. Dadurch zeigt ihr euch auch selber, dass ihr es ernst meint. Und der Prophet hätte ja auch alleine auswandern können. Sallallahu alaihi wasallam, aber er tat es nicht. Und daraus können wir entnehmen, hol die Begleitung an deiner Seite. Hol die Begleitung an deiner Seite. Es war einer der glücklichsten Tage von Abu Bakr. Ja, der weinte, als er diese Nachricht bekommen hat, dass er mit dabei sein darf. Ja? Helft euch durch eure guten Freunde. Seid wie Musa, der Allah Ta'ala darum gebeten hat, oh Allah, bitte stärke mich durch jemanden aus meiner Familie. Ja? Setze mir an meine Seite Harun, alayhi salam. Wir sollen in uns Geld investieren und wir sollen uns mit Gleichgesinnten zusammentun, denn in der Gemeinde sind wir am stärksten. Ich schließe ab, inshallah, mit dem Hinweis, dass dieses Moscheekaufprojekt, ich sehe einen großen Segen da drin. Sag euch warum. Seit April 2012, das heißt seit 5,5 Jahren, hat sich eine Gruppe, ja, alle 6 Wochen, das heißt es gibt über 52 dokumentierte Treffen von dieser AG, von dieser Arbeitsgemeinschaft Projekt Zukunft. Über 52 Mal hat man sich seit April 2012 getroffen. Und am Ende fand man einstimmig dazu, das Objekt in Bergen Ingelheim zu kaufen. Da waren viele, ja, verschiedene Meinungen bis dahin ausgetauscht gewesen und viele andere Ideen diskutiert gewesen, bis man dann am Ende einstimmig zu diesem Projekt in Bergen Ingelheim finden konnte. Ja, das heißt, die Planung ist da, was wir brauchen, auf Allah Ta'ala nun zu vertrauen und ihn zu bitten. Denn auch der beste Plan, liebe Geschwister, da wo Allah Ta'ala nicht segnet, da wird er nicht in Erfüllung gehen. Deswegen tragt dieses Moscheeprojekt und alle anderen Projekte der Umma, ja, in eurem Herzen und bittet darum. Steht nachts auf, sprecht ein Bittgebet. Unterstützt da, wo ihr unterstützen könnt, mit Rat und Tat und finanziell. Damit inshallah die Generation der Muslime, unsere Generation, auch etwas hinterlässt. Wie viele Moscheen hat die erste Generation uns hinterlassen? Wie viele Institutionen? Aber im Vergleich, wie wenig unsere Generation. Und wir wollen inshallah einen Wettbewerb mit der älteren Generation auch haben. Ja? Und dann am Ende, am Tag des Gerichts, inshallah, von Allah Ta'ala, wollen wir, dass beide belohnt werden. Ja, aber wir wollen auch zeigen, wir haben auch etwas gemacht mit dem, was uns die Älteren hinterlassen haben. Und haben auch etwas der nächsten Generation gegeben, was sie überbieten wollten. Und inshallah dann auch getan haben. Allahumma amin. Ja Allah, oh Allah, bitte führe unsere Herzen, oh Allah, zur Rechtleitung und zum Licht und zur Umma, zur Gemeinschaft. Lass uns jeweils Zahnräder sein in diesem Uhrwerk der Umma. Oh Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben. Oh Allah, bitte lass uns das Gebet lieben. Oh Allah, bitte stehe den Unterdrückten, den Bekriegten, den Gefolterten, den Gefangenen bei. Oh Allah, bitte tröste die Verzweifelten. O Allah, bitte heile die Kranken.
O Allah, vergib den Verstorbenen, die deine Einheit bezeugten, und den Lebenden. Allahumma amin. O Allah, bitte lasse uns verbessern, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns. O Allah, bitte schenke den sich Kindern wünschenden gesegnete Kinder. O Allah, bitte führe uns Stunde für Stunde, Moment für Moment näher zum geraden Weg. Ihdina sirat al-mustaqim. O Allah, bitte rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, und lasse uns ein Mittel deiner Rechtleitung sein. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.